Das Besondere an Friederisico, der Jubiläumsausstellung zu Friedrichs 300. Geburtstag, ist der Ort. Es ist das neue Palais, was den Hintergrund bildet für die Geschichten, die hier erzählt werden. Man erfährt etwas über Friedrich, vor allen Dingen in der Zeit nach dem Siebenjährigen Krieg, den gereiften Mann. Das neue Palais ist ja Friedrichs Vermächtnis, viel mehr als es Sanssouci ist. Und es ist im Grunde, um Friedrich zu verstehen, viel wichtiger. Man kann aus den Räumen des neuen Palais seine Gedanken herauskristallisieren. Das neue Palais ist im Grunde kein Museum. Es musste als Museum erst ertüchtigt werden. Das heißt zum Beispiel, Elektrizität musste ins neue Palais gelegt werden. Es gibt zwar ein paar Kronleuchter, aber manche Räume sind überhaupt nicht elektrifiziert, etwa die Friedrichwohnung. Hier musste nachgearbeitet werden. Man musste vor allen Dingen auch Lichtringe legen, um Spots auf einzelne Exponate legen zu können. Zudem, ganz wichtig, das neue Palais ist ja das besterhaltenste Schloss des Barock, Rokoko des 18. Jahrhunderts. Die Böden sind noch original. Es musste ein Pfad, ein Bodenschutz gelegt werden, der gleichzeitig im Rand die Leitungen für die Elektrizität beherbergt. Wir haben, um Friedrichs Gedankenwelt zu erkennen, in seiner Wohnung, in der ersten Vorkammer, der sogenannten Blauen Kammer, ein großes Gemälde von Pompeo Padroni beispielsweise, Alexander vor den Frauen des Dareios. Es zeigt den großmütigen und großen Herrscher. Das ist ein Bild, was Friedrich eigens in Auftrag gegeben hat, denn so wollte er erinnert werden. In der Gästewohnung dagegen gibt es ein riesiges Gemälde von Andrea Celesti, Beasit vor Tamerlan, Beasit in einem Gefängnis, Tamerlan als schlechter, keineswegs großzügiger Herrscher. Das wurde den Gästen vorgehalten. So hat Friedrich einen netten Gegensatz konstruiert und man wusste genau, worauf es dem König ankommt, nämlich dass nur er Größe besitzt. Das ist die Wirtschaftsführung.